talentiertesten Schauspielern des Landes. Er begeistert ein Millionenpublikum mit dem Kroatien-Krimi. Er spielt in dem Oscar-prämierten Film Die Fälscher mit. Er hat Vikings gedreht, Die Päpstin, Jack Ryan nach dem Roman von Tom Clancy, Babylon Berlin und den legendären Film Das Duell oder Enemy at the Gates mit den Schauspielern Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz und Ralph Fiennes. Genug Name-Dropping, aber ich ergänze, neben dem Hauptberuf sind Sie noch Regisseur und Autor und ein fantastischer Geigenspieler, wie wir gerade hören konnten und nachher auch noch hören werden. Deshalb ist es wunderbar, dass Sie Zeit gefunden haben, dass du Zeit gefunden hast, nach Leipzig zu kommen, direkt aus Kroatien, er hat gestern noch in Kroatien gedreht, und jetzt hier das Buch vorzustellen für uns. Und ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Len Kudrawinski. Nah und so fern gleichzeitig. Das ist verrückt. Ja, aber damit musst du leben. Okay, ich lebe damit sehr gerne. Weil es ist eine tolle Geschichte und wer das Buch liest, der merkt auch, dass es ein Buch ist mit fröhlichen, beglückenden Geschichten, aber auch mit sehr tief traurigen Erlebnissen. Ich möchte aber gerne mit den erfreulichen Geschichten anfangen, dem Kroatien-Krimi. Mit über 5 Millionen Zuschauern, was ist das Geheimnis für den Erfolg dieser Krimi-Reihe? Du verbringst ja sehr viel Zeit dort. Wie ist es dort zu drehen? Macht es Spaß? Na, es macht natürlich Spaß und neben einem ganz tollen Ensemble und einem tollen deutschen Team, aber in der Mehrheit dann doch kroatischen Team, verbringen wir dort tatsächlich in Kroatien, im kroatischen Leben ganz viel Zeit, 2,5 Monate jedes Jahr. Und neben all diesen schönen Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, haben wir eine Wahnsinnslandschaft. Und ich glaube, das macht ganz viel aus bei diesem Krimi. Ich nenne ihn immer unseren Landschaftskrimi. Das heißt, egal, wenn wir uns da reinstellen, guckt uns sowieso keiner an. Und die Sätze können sie auch einfach als Voice-Over drüber laufen lassen. Und es funktioniert super und wir genießen das Meer, wir genießen die Sonne und ganz besonders die Menschen, die ganz, ganz viel Geschichte, auch viel Drama in sich bergen. Und das saugen wir alles aus, weil eben die meisten von unserem Team kroatisch sind. Und wir fragen die und wir leben mit denen und wir merken, wie sie auf unsere Geschichten reagieren. Wenn wir eine homophobe Geschichte erzählen, wenn wir eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen erzählen, und dann guckt das Team ganz schön so, ach, das interessiert das deutsche Publikum. So, es gibt ganz, ganz viele Barrieren, aber mit diesen ganzen, ich meine, ich mache das jetzt das 8. Jahr, merkt man auch, wie die Menschen sozusagen auch Teil unseres Lebens werden, weil die folgen uns auf Instagram, auf Facebook, man teilt das Leben und es macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich meine, ich stelle es mir auch nicht leicht vor, wenn man so, das ist ja auch immer sehr anstrengend, diese Dreharbeiten, wenn man dann so als festes Team da zusammengeschweißt über längere Zeit ist, aber ihr scheint euch gut zu verstehen, oder? Ja, also wenn du nicht anders kannst und dann gehst du abends mal eintrinken. Nee, es ist wirklich toll. Also wenn wir verbringen, das ist tatsächlich, ich habe für mich den Begriff Familienbande, ja. Es ist nicht nur Familie, sondern es ist auch, wir wachsen jedes Mal mit einem Film, wachsen wir als Familie zusammen und dann sind wir 2,5 Monate und dann wissen wir und spüren den anderen, ist er gut drauf, ist er nicht gut drauf und was trinkt er für einen Wein gerne oder auch nicht. Und dann wird man eine Familienbande auf Zeit, sage ich das immer. Und Kroatien ist schon so ein bisschen Heimat geworden. Naja, klar, ich kann, also ein Satz, der wichtigste, nemo problema. Kein Problem, alles gut. Sehr schön. 2007, damals der Film Die Fälscher. Wie war das, wenn man einen Anruf bekommt, dass man in einem Film mitspielen kann, der ja auch in Teilen die Geschichte der eigenen Familie ist? Und auch die eigene Geschichte der Familie thematisiert. Du spielst damals die Figur des Losek. Wie war das für dich? Na, man weiß ja, wenn so ein Drehbuch kommt und man weiß, der Stefan Rutzpitzki aus Österreich, der hat ganz viele Filme gemacht und tolle Filme und da sind ganz viele Schauspieler dabei, der O-Stil. Und dann weiß man ja nicht, dass das ein Oscar-Film wird irgendwann. Ich habe nur gemerkt, dass dieses Drehbuch eine ganz tolle Magie hatte. Vielleicht auch ein Stück weit, weil ich, als ich das gelesen habe, die Geschichte von dem Adolf Burger, seine wahre Geschichte, ein Mann kommt ins KZ Sachsenhausen und soll dort
Deutschen für die Nazis, um die Operation Werner zu finanzieren, die bedeutete, dass die Deutschen damit den Krieg finanzieren wollten mit gefälschtem Geld. Und ich las das so und dachte so, wow, KZ, Sachsenhausen, Adolf Bucher überleben, meine Figur ist eine Figur, die sich da reinschmuggelt und dann im Grunde genommen, da das Drama erst für ihn beginnt, obwohl er überlebt, findet er die Peste seiner Kinder und weiß genau, was mit seinen Kindern passiert ist. Und das birgt alles diese Figur mit sich. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, ich will das unbedingt spielen. Und da war mir noch gar nicht bewusst, wie viel meiner eigenen Zellen, ich sage mal so die Epigenetik in mir, angesprochen wird, wenn man es dann dreht. Wenn man dann auf einmal im Studio Babelsberg ist und da ist eine Baracke aufgebaut unter freiem Himmel und man lebt das wirklich. Ich habe unsere Komparsen beobachtet, wie wenn die morgens gekommen sind, wurden die aufgeteilt in Aufseher und Häftlinge. Und die haben die Kostüme angezogen und gerade haben sie noch zusammen Kaffee getrunken und auf einmal waren es zwei Gruppen. Wie die Kostüme, was die mit denen gemacht hat. Und so haben wir jetzt jeden Tag immer dieses On-Off, On-Off immer miterlebt. Und da fing ein großer, da habe ich gemerkt, dass mein Körper auf diese Geschichte reagiert und ich muss mal da ein Auge drauf werfen, was da in mir reagiert, was eine Schwere und was so eine Schwere auslöst in mir. Habt ihr damals schon geahnt, dass dieser Film so eine weltweite Beachtung könnte, also er ist ja für den Oscar nominiert worden, ihr seid zur Oscar-Verleihung nach Los Angeles geflogen. Wie war das? Also, welche Gedanken gehen einem da in den Kopf, wenn man dann sitzt in diesem Raum mit den ganzen Hollywood-Stars und man hat die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen und... Na, das war verrückt. Aber für mich persönlich war der schönere Moment die Berlinale als Eröffnungsfilm. Zu Hause den Film präsentieren, der einen so selber berührt und mit dem man so reingewachsen ist. Und dann hat man das in Babelsberg gedreht und dann kommt man zur Berlinale und dann sind da 1800 Leute aus der ganzen Welt und dann wird dieser Film präsentiert und dann hatte ich dann schon zu dem Zeitpunkt eine Distanz zu dieser Figur, die ich da gespielt habe und habe gemerkt, wow, dieser ganze Film, der berührt mich und der berührt die um mich herum auch und um mich herum spürte ich die Energie so, ja. Und dann sind die auf die Bühne und dann stand dann auf einmal das Publikum auf. Das waren alles so Momente, die waren wahnsinnig beeindruckend für mich, weil ich da eine Geschichte gesehen habe, die auch meine Familie betrifft. Und in Los Angeles war das dann genau das Gleiche. Da gab es so ein Pre-Screening, da wurde der Film und da gab es ein Regisseurgespräch und dann wurde der Film angekündigt und der ganze Saal machte... Es war so ein Raunen, so ein positives Raunen. Und da merkte ich schon... Oh, das wird geil. Und wie ist das dann, wenn der Name fällt? Ist das dann wirklich eine Überraschung? Oder? Also du meinst, der Oscar goes to? Ja. Na, das ist toll, man realisiert es nicht und dann realisiert man es und dann springt man auf. Ich könnte es mal kurz zeigen. Nee, mach ich nicht. Und tanzt im Kreis und alle umarmen sich und schreien und weinen und lachen. Und wie das in meinem ganzen Leben so ist, und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann aufgemacht, das Buch zu schreiben, ist das halt immer Yin und Yang. Ich habe den Oscar gefeiert oder wir haben uns gegenseitig zelebriert und in derselben Nacht, was ich nicht wusste zu dem Moment, lag halt meine Frau im Krankenhaus und war dem Tode kurz mal entronnen, ohne dass ich es wusste. Und das heißt, sie war schwanger. Sie war schwanger und hat das Kind verloren und zwar auf eine Eileiterschwangerschaft und ich wusste das nicht und ich war dann auf einmal in L.A., stand am Pool und sagte, hey Baby, wir haben den Oscar und da kam nur die Mama ran und sagte, hey, du, mach dir keine Sorgen. Oh. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass dieser russische Satz, den mein Papa mir mitgegeben hat, jetzt gute bist da dran, es gibt nichts Schlechtes ohne was Gutes dran, das zieht sich so durch das ganze Lebensgefühl, zumindest in meinem Fall. Man muss immer nur das Gute suchen. Also man muss nicht, ich möchte immer. Und möglichst finden. Und möglichst finden, ja. Aber wer sucht, der findet. Du hast ja vor allem mit vielen Hollywood-Stars gedreht, mit Kevin Costner auch Musik gemacht. Wie ist er so? Also Kevin hat mal so eine Stimme, ne? Das war schon ganz schön geil. Der erste Drehtag, eine riesengroße Stunt-Geschichte und ich wusste, dass wir uns begegnen werden. Ich habe seinen Assistenten gespielt und kam ans Set und saß dann auf meinem Stühlchen und dann sah ich so eine Entourage reinkommt. In der Mitte war Kevin und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt da irgendwie hingehen, glaube ich, weil der wird nicht zu mir kommen und sagen, hey, I'm Kevin. Dann bin ich hingegangen.
hingegangen, dann, nachdem sich der Trubel ein bisschen gelegt hat, habe gesagt, hey Kevin, I'm Glenn the Constantine. Und er sagt, ja, yeah, I'm Kevin Costner. Like, well, sure you are. Und das war der Beginn einer wunderbaren Drehzeit und wir sind immer noch in Kontakt und wir haben dann halt unserem, also beim Film, das wisst ihr bestimmt alle, wartet man mehr, als dass man dreht. Und bei meinem ersten großen Film hat mir Ed Harris einen Satz gegeben, ich war so ein junger Wilder, ungeduldig und so, hat er gesagt, hey, they pay us for waiting. The performance is for free. Und dann habe ich mich richtig locker gemacht, ne? Und so haben wir das auch mit Kevin am Start gehabt. Der hat dann irgendwann mitgekriegt, dass ich meine Geige immer dabei habe. Er hat seine Gitarre immer dabei, der hatte diese Modern West Band. Und spielt dann immer und dann hat er seine Assistentin geschickt und hat gesagt, Len, würdest du mal vielleicht? Und mich mit meiner Geige rüber und dann ging, ging, ging. Okay, let's play some tunes. Und dann haben wir mehr oder weniger wirklich fast jede Pause zusammen gejammt. Und da habe ich gemerkt, was es für ein feiner, sensibler Mensch ist, der so viel Erfolg hat und so viel auch Geld verdient hat und mit seinem Bruder sich engagiert, als Klimaaktivist ein Boot gebaut hat, was die Meere reinigt. Und dann ist da dieser Mann und nach einer Szene, die wir zusammen gespielt haben, sagt, Len, I missed an idea. Ja, wie, warum hast, was hast du denn verpasst? Ja, da gibt es diesen Moment, den wollte ich spielen. Er sagt, na geh doch zu dem Regisseur. Sagt, nee, der muss schon selber kommen. Und dann siehst du da auch immer so einen tollen Mann, der mit dem Wolf auch mal tanzt. Und der hat dann Unsicherheiten, die er fühlt, weil er eine Idee verpasst hat. Und das ist natürlich toll zu erleben. Ist es denn generell so mit den Hollywood-Stars, also sind die abgehoben? Hat man da als deutscher Kollege, ist man da nur ein kleines Rädchen, sag mal, in dieser hochprofessionellen Hollywood-Produktion? Oder? Klar, sind alle Arschlöcher. Ich habe keinen einzigen Menschen kennengelernt auf dieser Ebene von Filmproduktion, der arrogant, überheblich, respektlos war. Kein einzigen. Wir haben alles ganz tolle Menschen, Künstler, die da sind, um ihren Beruf auszuüben. Und in dem Moment, wo du den Beruf ausübst, hat das Ego ja keinen Platz mehr. Und wenn ein Ego da sich seinen Platz sucht, dann... Also ich habe das nicht erlebt, bei Vikings, da wurden Schauspieler, die ihr Ego rausgekehrt haben, die wurden direkt rausgeschrieben, die wurden gefeuert. Oder im Team, wenn jemand respektlos war, die wurden direkt einfach rausgeschmissen. Es sollte keinen Platz haben in unserem Leben. Die Zeit ist vorbei von den Arschgeigen in dieser Welt. Gute Nachricht. Ja, alles Gute suchen. Ja, ja, ja. Einer der weltweit bekanntesten Filme war Das Duell, Enemy of the Gates. Der englische Titel, ich erwähne es, also das mit Jude Law, Ed Harris und Rachel Weisz. Regie hatte Jean-Jacques Arnaud. Du beschreibst die Dreharbeiten als sehr abenteuerlich in deinem Buch. Und vielleicht willst du uns doch mal eine Szene vortragen, damit du noch ein bisschen Gefühl für das Buch bekommst. Das ist eine gute Idee. Ja? Ja. Soll ich was lesen? Ja, gerne.